Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2015. Nee, Quatsch, was erzähle ich denn? Euro Truck Simulator 2. Hier, ein bisschen zu viel Train Simulator gefahren. Euro Truck Simulator 2. Und zwar nämlich dieses kleine Mini-Projekt, On the Road to Scandinavia. Und zwar fahren wir jetzt Richtung Norden, sodass wir pünktlich Donnerstag zum Add-on in ja, irgendwo im Norden sind. Das Problem ist, ich habe gerade angefangen aufzunehmen. Wir sind schon hier. Das tut mir jetzt sehr leid. Ich habe angefangen hier aufzunehmen, habe da an den Grafikeinstellungen was geändert und dann ist die Aufnahme abgebrochen. Das ist mir leider etwas spät aufgefallen. Das heißt, wir sind jetzt gerade auf dem Weg von einem Auftrag von Dortmund nach den Niederlanden, nach Groningen und sind also jetzt hier auf der Landstraße vor Groningen. Ja, soll uns aber jetzt nicht allzu schlimm sein. Wir fahren nämlich jetzt einfach weiter. So, ich hatte schon so viele schöne Sachen erzählt. Das ist natürlich jetzt super ärgerlich, aber dann kann ich es alles nochmal erzählen. Erstens, ihr seht, ich fahre ohne Cam. Ich hoffe, ich kriege das bis Donnerstag hin, weil die Cam mal wieder ihren Dienst quittiert hat. Beziehungsweise erst funktionierte sie noch, bloß hat total rangezoomt. Und ich kann immer das Software einfach nicht einstellen. Ich kann den Zoom da nicht einstellen. Fragt mich nicht, warum. So, zweitens, ich habe die Grafikeinstellung jetzt von Ultra auf Hoch runtergestellt, um 60 Frames zu haben. Die haben wir jetzt auch konstant. Dadurch ist allerdings, sehe ich gerade, zu einer sehr schönen, sehr unschönen, sehr, langsam, zu einem sehr unschönen Effekt im Rückspiegel gekommen. Die Sachen verschwinden da doch sehr schnell. Das werde ich vielleicht noch ein bisschen feintunen. Also das war jetzt nochmal so, ist ja auch so, Road to Scandinavia ist ja so ein bisschen auch das, und damit ich wieder reinkomme, damit wir das alles wieder vernünftig eingestellt kriegen. Die Kamera, die wollte jetzt nicht. Gut, das kriegen wir dann bis zum nächsten Mal hin. Und ja, das ist dann mehr so dieses Experimentieren, wieder reinkommen. Oh, hier ist eine Baustelle. So, wir hatten glücklicherweise Grün. Gar nicht gesehen, dass da irgendwie Geschwindigkeitsbegrenzungen vorher waren. Und so eine Baustelle habe ich auch nicht gesehen. Ja. Auf jeden Fall, dass wir pünktlich zum Skandinavien-Add-on wieder richtig startklar sind. Und ja, solche Sachen halt nicht passieren, dass ich da unzufrieden bin mit dem Rückspiegel. Ich muss natürlich gucken, ob das da mit den 60 Frames noch hinhaut. Also bis jetzt, so sieht die Grafik immer noch für mich sehr gut aus. Ich finde jetzt nicht, dass man da einen großen Unterschied merkt in der Entfernung nach vorne. Also die Sichtweite nach vorne scheint volle Pulle zu sein und alles andere, gut, Rückspiegel. Es wäre natürlich schön, gerade auf Autobahnen, wenn dann ein anderer angeschossen kommt, dass man den noch ein bisschen eher sieht als dann, wenn so schon zu spät ist. Ja, dann nehme ich natürlich wieder mit meinem anderen Headset auf. Das heißt, die Tonqualität ist natürlich auch wieder schlechter. Das kann ich aber leider nicht ändern. Die Soundkarte, die ich damals extra gekauft hatte, die habe ich wieder ausgebaut, weil ich merke ehrlich gesagt auch gar keinen Unterschied, ob ich mit der Soundkarte aufnehme oder mit meinem Onboard-Sound, meiner Onboard-Soundkarte. Insofern können wir das auch so lassen. Ja. Webcam kriegen wir hin, hoffe ich mal. Skandinavien. Wir fahren in Richtung Skandinavien. Wir müssen natürlich gucken, dass wir da jetzt auch die passenden Aufträge für finden. Und Headset. Bescheiden, kennen wir. Ja, Skandinavien. Ich habe den Trailer gesehen und ich bin ja ziemlicher Skandinavien-Fan. Gerade so Norwegen interessiert mich total. Leider ist Norwegen natürlich nur ein kleines Stückchen drauf. Ist alles wieder nur so angerissen, so ein bisschen. Das ist leider wieder ein bisschen schade. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen geradeaus. Richtung Zentrum. So, oh, wir müssen hier stoppen. Oh, hier ist eine Stoppstraße. Da kommen wir doch wieder nie rüber. Naja, egal. Habe ich ein bisschen was Zeit zu erzählen. Ja, Skandinavien freue ich mich total drauf. Wird bestimmt super cool. Die Grafiken, die man jetzt bis jetzt gesehen hat im Trailer, sehen geil aus. Viele neue Gebäude, viele neue Firmen,
neue Anhänger. Ich habe welche gesehen mit Windräder, die sahen ziemlich cool aus. Ja, die Landschaften einfach großartig. Und ich freue mich sehr. Es wird ja, wie gesagt, am Donnerstag wird es erscheinen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also vom 6. auf den 7. Mai um 0 Uhr laut Homepage. Das glaube ich noch nicht so ganz. Ich kenne die Geschichten, wenn das wirklich dann so erscheinen soll. Dann kommt es leider doch ab und zu mal zu Verzögerung. So, da haben wir schon mal gut geschafft, Gott sei Dank. So, wir müssen jetzt gleich hier rechts, genau. Aber ich muss sagen, das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Das LKW-Fahren mit dem Lenkrad. Man verlernt es irgendwie doch nicht. Man fühlt sich sofort wieder zu Hause. So. Wir werden es dann in Zukunft auch so machen, dass wir wieder die 20-Minuten-Schnitte machen ungefähr. Also eine Folge, also eine Fahrt nehme ich auf und schneide dann in 20-Minuten-Teile. Ja. So, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade, Moment, stopp, das sind die Spiegel. F5, wechsle ich die Sachen durch. F1, F3. Ich kann mir sogar noch einen Sitz einstellen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich die Kamera nach hinten stelle. Ah, Moment, mit 1, 2, ja, alles klar. Hab's wieder. Oh, das macht aber doch schon einen krassen Unterschied mit den Frames. Das merkt man hier doch schon. Ja. Das können wir auch noch. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir in Groningen. Und wir gucken mal, was der Frachtmarkt von Groningen denn so anbietet. Ja, das ist natürlich perfekt nach Rostock. Weil von Rostock geht es auf jeden Fall nach oben. Ja, ist doch perfekt. Dann nehmen wir das als Navi-Ziel. Wo sehe ich mein Navi nicht mehr? Ah, da. Nehme ich denn den Auftrag an? Wo schickt er mich denn hin? Achso, das ist etwas außerhalb. Alles klar, das passt. Ja, dann fahren wir jetzt nach Rostock und von Rostock weiß ich auf jeden Fall, geht es mit einer Fähre rüber. Ich wäre natürlich gerne auch nach Kiel gefahren oder nach Hamburg oder so, aber von da aus hätten wir dann wahrscheinlich über den Landweg fahren können. Aber ich glaube, damit sind wir schon ganz gut gestellt, wenn wir zumindest die Stadt haben. Ach, jetzt müssen wir hier darüber. Eine Stadt haben, wo es auf jeden Fall rüber geht ins Add-on. Ja, das Skandinavien Add-on hat auch extrem viele Häfen. Oh Mann, das wird wieder eine Aktion hier mit über die Straße kommen. Rechts sieht nicht schlecht aus, links auch. So, Gas geben. Geschafft. Puh. Ja, extrem viele Häfen. Ich glaube 12 Stück. Den Trailer jetzt noch so richtig im Kopf habe. Ja, dementsprechend werden wir davon von
Kiel einfach mal. Nee. Rostock. Einfach mal rübersetzen und von dann da neue Aufträge annehmen. Ich glaube, damit sind wir dann im neuen Gebiet und können da mal ein bisschen rumfahren und uns die Gegend angucken. Aber ich freue mich schon richtig. Ich habe jetzt auch wieder richtig Bock zu fahren. Richtig Bock. So, jetzt müssen wir gleich links. Ich hoffe, das passt mit unserer nächsten Pause. Das habe ich wieder ganz vergessen, mich mal hinzulegen. Ich sage, wir müssen rechts, wir müssen links. Das meinte ich aber. So. Wir fahren wohl Vieh oder Getreide oder irgendwas ähnliches. Da steht ja nur ein Hänger, damit das modern sein. Könnte auch einfach... Ne, steht zwei. Könnte sogar Lebensmittel sein. So, wir wollen nach Rostock. Und zwar... GPS? Was? Was heißt denn GPS? Okay, das weiß ich nicht. Kriegen nicht allzu viel. Hier würden wir natürlich viel kriegen, aber da brauchen wir gar nicht hin. Ist völlig die falsche Richtung. Also, ab die Post. Oh, hier hört mein Lenker wieder. Das habe ich beim letzten Mal auch. Rückwärts an den Hänger ran. Das ist kein Problem. Ein Stück noch. Dran. Der Radio auf keinen Fall. Nicht, dass wir hier GEMA-Probleme kriegen. Oder ähnliches. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen singe ich auch nicht. Nicht, dass es heißt, es ist zu nah am Original. So. Ja, also jetzt ab nach Rostock. 7 Stunden 49. Das könnte schon wieder knapp werden mit unserer nächste Pause ist in 4 Stunden 31. Das heißt, wir müssen uns auf dem Weg auf jeden Fall eine Schlafding suchen. Wir haben mal 21 Stunden Zeit, das passt. Das Lenkrad, das macht hier Radau. So, wir müssen wieder durch Groningen durch. Bis jetzt haben wir noch relativ Glück mit den Ampeln gehabt, ne? Viel Grün. Ja, wir sind ja noch in den Niederlanden. Dann geht es jetzt ab Richtung Bremen und Hamburg. Ist mittlerweile hell genug. Oh, ein bisschen die Sicht wieder zentrieren. Und dann geht's ab nach Rostock. So, und ich vom Gefühl her würde ich sagen, mit dem Fail vom Anfang. So, damit habe ich dann gleich ein bisschen mehr Schneideaufgaben, Schneiderei, sozusagen. Ja, was mir natürlich nicht eingefallen ist, oder wo ich nicht dran gedacht habe, ist, dass mein Superschnittprogramm keine 60 Frames schneiden kann. Deswegen muss ich mir was überlegen, wie ich das hinkriege.
spätestens am Donnerstag habe ich eine Lösung, wenn es ein neues Schnittprogramm ist. Kann sein, dass die Folgen also jetzt gerade doch in 30 Frames hochgeladen werden, obwohl ich es mit 60 aufgenommen habe. Aber mein Magix Video Deluxe kann leider nur 30 Frames ausgeben. In 1080p. Ups. Das ist total behämmert. Ne, was habe ich gesagt? Coral Video Deluxe, nicht Magix. Coral, genau. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt doch auf Magix umsteigen. Weil da habe ich in der Testversion gesehen, es geht. Oh, hier können wir. Eieieiei. Hier können wir Pause machen. So, Motor ausschalten. Gute Nacht. So. Schläfchen gemacht. Schnelles. Haben jetzt noch nächste Pause 10 Stunden. Ja, super. Das ist eine geile Autobahnauffahrt, ne? Kann man nicht meckern. Vor allem, wie gesagt, mit unserem super Spiegel, mit dieser super Spiegelsicht hier. Aber wenn wir aus dem Fenster gucken, geht's. Schon mal gut. Boah, ist aber ordentlich Verkehr. Wie sollen wir da reinkommen? Was machen die jetzt? Warum halten die halt fast an? Blinke oder was? Es tut mir leid, lieber LKW-Freund, aber du musst mich einmal reinlassen. Sorry. So. Wir sind wieder in Deutschland. Wir fahren durch den Tunnel. Da sind Kräne. Sind wir schon bei Hamburg? Muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Ach Quatsch, noch lange nicht. Da ist Hamburg. Erst kommt Bremen, Hamburg, Rostock. Alles klar.